Hallo, da sind wir wieder bei Dark Souls 3. Gute. Yes. Und wir sind immer noch beim Boss, beim komischen Drachenzauberer. Ist jetzt schon wieder eine neue Session, deswegen haben wir den Namen gerade vergessen. Versunkener oder verschlungener König, irgendwie so? Verlorener? Irgendwie sowas in der Art. Ozeris irgendwas. Warte mal. Lass mal den Deutsch direkt ausprobieren, da habe ich Bock drauf. Okay. Von dem, ja, du erzählt ich hast. Nämlich nachgelesen, der Kerzenständer gibt 25% Magieschaden. Ja, was mache ich denn? Ja, genau, für den. Ja, ja, ja. Zeig mal her. Wo ist er? Was ist er denn? Ach, das? Nee, Dolch der Maid? Ah, dann meine ich den aber vielleicht gar nicht, oder? Welchen meinst du denn? Kerzenständer, vielleicht ist er ja bei den Zauberstäben. Ja, nee, vielleicht haben wir ihn auch noch nicht dann. Aber ich guck mal kurz. Na, warte, ich zieh den Dolch ja mal gleich kurz mal an und lese die Beschreibung. Ja, genau, nur mal die Beschreibung lesen. Was ist das? Nee, das ist ein Talisman, alles. Nee, okay, ich lese mal kurz. Nee. Jeder erfolgreiche Angriff füllt eine kleine Menge FP wieder auf, hat der. Ja, es sieht Mana auch Leech. Sieht auch ein bisschen anders aus, was ich meine. Also auch so ein kleiner Dolch, aber der hat, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja, was Abstehendes nach rechts und links. Ja, schade, haben wir leider noch nicht. Aber dann mache ich ihn auch direkt wieder weg. Weil das wäre ziemlich geil. Nee, ich habe ihn gar nicht drauf. Mache ich aber wir haben eh keine Zauberwaffe dabei. Egal. Ja. Gut, alles gut, dann renne ich weiter. Ja, dann gucke ich gleich nochmal nach, wenn der Erik dran ist, wo denn dieses Item liegt. Ja, weil das wäre ja so krass. Ja. Nochmal 25% Damage drauf, würden wir so abgehen. Oh, ich werde verfolgt. Ja, mal gucken, ob wir den Drachen hier schaffen. Probieren es jetzt nochmal ein bisschen. Ja, Feuer scheint ja schon mal mehr zu wirken. Als ja, ein bisschen. Als Magie. Ja, vor allem halt durch diesen Doppelschaden einfach, dass du dann nochmal Schaden, dass er nochmal Schaden frisst, wenn er auf dem Boden liegt. Und wie gesagt, Dunkelmagie, glaube ich halt, ne? Weil hier halt so viel rumlag mit Dunkelmagie. Ich hab nachgelesen. Es ist Blitz bei diesem Boss. Aber nur Blitz, kein ja, Dunkel. Ja, nur Blitz. Boah, war das knapp. Oh, 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 oh. Boah, aber das war noch knapper. Oh, 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 oh. Boah, Alter. Ah, nein! Ey, der Duck konnte aber noch weit durch den Nebel schlagen. So ja, der Sau. Hat halt ein langes Schwert, ey. Oh, Mann. Scheiß. Aber da muss man es auch wirklich akzeptieren. Ich meine, der Nebel ist keine Wand. Das war aber früher nicht so. Doch. Aber nicht so krass wie jetzt. Das war schon immer so. Naja, der hat halt eine lange Waffe, wie gesagt. So, die Waffe, die ich meine, heißt Scholar's Candlestick. Ja. In den Grand Archives. Okay. Und can be bought from Shrine Handmaid. Okay, ja, das her, sind wir ja noch nicht. Nee, Shrine Handmaid, ist das nicht die normale Händlerin? Nee. Ich glaube. Doch, das ist die, glaube ich. Ah, okay. Ja, yeah, if you give her the Ash. Genau, oder? Ash. Greirat. Aua. Greirat. Ashes. Und. Boah, war das knapp. Greirat ist ein NPC. Und entweder muss man die Questline machen oder ihn töten. Oh. Der kam noch mit runtergeflogen, ja, dieser Trottel. Und ist gestorben. Ja, okay, alles klar. Also wir müssen die Questline machen von dem, oder? Oder ihn töten. Genau. Ja, oder. Wo ist der? Ja, oder wir gehen halt in die Grand Archives und farmen bei Scholars. Ach so, okay. Die Waffe in der Hand halten. Okay. Alter! Oh, das ist dein Ende. Boah! Alter Schwede, ey. Diese beiden Schweine, ey. Echt mal.
Wir haben so wenig Leben. Wir haben bald mehr Mana als Leben. Ah, dear little Ocelot. Where have you gone? Are you hiding from me? Come out. Come out. Don't be afraid. You were born a child of dragons. What could you possibly fear? Now, now, show yourself, Ocelot. My dear little Ocelot. Boah, dieser Schwanz ist so lang. Ocelot. Wie er jetzt ausrastet. Oh, Eis. Wow. Und diese Charge-Sachen immer. Was macht man denn da? Wie hast du das gerade gemacht? Ja, ich bin hier richtig in mein Geräusch. Shit. Oh, jetzt macht das wieder, oder? Ja, aber ich hab getrunken. Das war ein bisschen scheiße. Oh nein, ich hab nochmal getrunken. Das war nicht so. Jetzt, nicht nein. Ja, aber guck mal. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Kann man mal machen. Aber krass, ja. Ja, okay. Hier steht noch im Wiki, weaker to dark than to fire. Also doch. Aha. Ja, Moment. Dann nehme ich jetzt mal. Das hier mit. Ja. Weaker to darkness. Attacks with magic causes FP damage. Oh, krass. Von ihm jetzt, oder was? Jetzt saugt mal. Der saugt Mana, ja. Ja. Please. Aber gut, ist auch ein Drache, ne? Ist kein Wunder, dass er gegen Blitz. Drachen waren ja fast immer gegen Blitz. Ja. Anfällig. Ja, und diese Könige hier, die sind ja. Die haben irgendwie alle was mit Drachen zu tun, habe ich so das Gefühl. Ja. Ich finde, er sieht so ein bisschen aus hier wie Theth, ohne seine Schuppen irgendwie. Ja. Stimmt. Obwohl ja, Dings, der heißt ja schon Seth the Scaleless, also der Schuppenlose eigentlich. Mhm. Aber er hat ja so Kristallschuppen eigentlich trotzdem mal. Naja, das ist auf einem ganz schön nerdigen Level. Ja, das stimmt. Oh oh. Boah! Nein, ich will die schon wieder. Und tot. Boah. Und oh. Oh. Und weg von dem Nebel. Ja, und trinken. Oh je. Oh. Nein, wenige, boah, kleine Range, ey. Nicht so leicht. Muss ich nehmen, aber ich will's trotzdem mal ausprobieren, ja. Nee. Nee. Auf gar keinen Fall. Auf keinsten. Sieht auch noch genauso viel Mana wie ein Feuerball. Eher nicht. Schade, warum sind die so scheiße, die Zauber? Ah. Dear little Ocelot. Where have you gone? Guck mal, damit. Are you hiding from me? Come on, you were born a child of dragons. What could you possibly Und wenn er jetzt stehen bleibt, nochmal bis zu 514. Das ist doch nice. Show yourself, Ocelot. Oh, nee. Mana. My dear little Ocelot. Boah. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er da doch so eine Range raushaut. Nice. Ah. Ocelot! Trink Mana. Oh.
man sieht, er hat ja auch irgendwie was mit Kristallen auf jeden Fall. Wow, die kommt so schnell. Ja, vor allem wenn man halt gerade mit einem Cast ist, ist echt ganz schlimm. Aber ich meine, wenn man so weit wegsteht, kann man fast sofort ausgehen. Boah, shit, du hast nicht erwischt, leider. Ja. Ne, kann man ihn fast so ein bisschen dazu zwingen, einen Charge zu machen. Boah. Boah, one rip. Oh, das war nicht gut, weil ich nicht. Nein. Da hättest du lieber... Boah, das war's. Scheiße, Mann, also... Das wird ein harter Kampf, wenn wir das alleine schaffen wollen mit der Taktik. Ja. Das stimmt. Kopftreffer könnten ihn verletzen. Hui, kann man dann Dings oder was? Eingeweideangriff. Ja. Gut, ist natürlich ein bisschen schwierig, ne? Mit Kopftreffern und so. Schauen wir mal, wie... Uchigatana plus 4. Probier das mal jetzt. Mal gucken, was er zum Blitz Uchigatana sagt. Uchigatana. Benni, bist du rausgeflogen? Nee, ich hab gerade noch mal was nachgelesen hier über den Boss. Okay. Wieso erwischt mich immer dieser scheiß Kleine, ey? Also hier steht mit Intelligenz um die 40 ist man ganz gut bedient eigentlich. Ja. Ja, weil eigentlich muss man nur dem Charge ausweichen und sonst weit genug wegstehen. Hab das ich ja ist eigentlich gesagt, die Taktik, ja. Ja eben, ja, hab ich ja gerade gesagt, eigentlich kann man ihn voll provozieren zum Charge. Was ja gut ist, weil man dann genau weiß... Ja, und alles, alle Spells von ihm und die Tailswipes, die treffen dich halt nicht, wenn du... Ja, genau, wenn du genug weißt. Ja. Ja. So habe ich mir auch gerade gedacht. Das ist halt auf jeden Fall die Fernkampftaktik. Ne? Ja, und der ist aber halt resistent gegen Magie und gegen Feuer auch ein bisschen, deswegen dauert es ein bisschen länger. Ja, gut, klar. Aber eigentlich ja, hat man es als Nahkämpfer, glaube ich, doch noch schwerer bei dem Boss. Wahrscheinlich. Ich meine, dieser, ich wenn er sich da im Kreis jetzt, dreht, trifft er dich. Trotzdem mal gucken, was er abkriegt hier von Blitz. Oh shit. Ja, okay, vergiss es. Nee. Hat sich schon erledigt. Ja, weil wir halt auch nichts auf Stärke haben oder Geschick oder so. Natürlich. Bei Geschick ja noch ein bisschen so. Ah. Dear little Ocelot. Oh, verletzt! Where have you gone? Ja, aber nur, das war nur kurz. Ja, das war nur kurz, aber es war verletzt, ja? Ja. Come out. Leicht. Don't be aber afraid. Nicht so, dass du Repose machen kannst. You were born a child of dragons. Oh, shit. What could you possibly fear? Nicht gut. Now, show yourself, Ocelot. My dear little Ocelot. Ocelot! Die 80 Seelen. Die 80 Seelen will ich haben. Oh. Achtung, wieder vergessen. Cool. Achtung! How quickly you forget. Dass er so früh schon in die zweite Phase geht, dachte ich auch, hä? Aber gut, weil da kann man ihn eigentlich nochmal richtig dissen. Da kann man ihm locker 3 Feuerbälle drücken in der Phase. Mhm. Da gibt's ja noch, wirklich noch den kristallweisen Stab, hast du gesehen gerade? Nee, hab nicht drauf geachtet. Der einfach mehr Damage macht, aber dafür dann auch doppelt so viel FP kostet quasi. Aha, krass. Und der macht dann aber auch doppelt Damage, den gab's ja auch quasi in Dark Souls 1 schon, den Kristallstab. Krass. Das ist krass. Hm, soll ich noch... Das macht alles keinen Sinn, ne? Nee. Magie-Schild so auch nicht, ne? Ein bisschen, ja, aber nicht wirklich. Nee. Wir sind ja ohne Schild unterwegs gerade. Du könntest halt höchstens probieren, einfach trotzdem jetzt mal das Schild in die linke Hand und Pyro-Hand in die rechte. Das stimmt, ja.
Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, auch den Charge einfach mal zu blocken, eventuell. Weil wir benutzen die rechte Hand gerade gar nicht. Braucht man eine zweite Pyro-Hand. Ja. Das macht mehr Sinn eigentlich, die Pyro-Hand auf beiden. Muss man auch beide upgraden dann. Ja, klar. Scheiße. Ich meine, ist schon logisch, aber... Aber trotzdem, so hast du auch bessere Chancen. Ein echter Pyromant. Ja, das finde ich aber ganz cool, dass man Pyro kann man ja immer machen eigentlich nebenbei so. Halt, natürlich braucht man ein bisschen Geschick, um schneller zu casten. Ja, sonst ein bisschen lame. Und diesen Ring. Ja. Dear little Ocelot, where have you gone? Are you hiding from me? Ja, nichts macht. Come out. Was ist da los? Don't be afraid. Weil er noch redet, oder was? You were born a child of dragons. What could you possibly fear? Now, show yourself, Ocelot. Das ist auch so ein Baby die ganze Zeit. My dear little Ocelot. Ja, der kleine Ocelotte. Oder der Ocelotte. Ja. Man, you're tired of dragons. Oh. Ne, okay, jetzt. Drauf. Oh, mein Mana. Oh. Okay, jetzt die Taktik fahren. Schön Distanz fahren. Ein Feuerball weiter Distanz fahren. Dann kriegst du den hin. Kriegst du den jetzt hin. So nicht. Ich hänge hier wieder irgendwo. Das ist halt so hart. Schade. Mann, diese Arena ist aber auch ein bisschen mies. So lang und die Säulen und überall. Ja, die Säulen, wo man hängen bleibt. Am besten erst zerschlagen lassen sogar noch. Am besten. Aber geht schon. Müssen uns nur mal konzentrieren, weil wir waren schon lange nicht mehr gefordert von dem Boss. Das stimmt, ja. Nicht mehr so. Ja. Beziehungsweise bei den letzten paar konnte man ziemlich gut erkennen, wann man ausweichen muss. Der hat halt auch eine riesen Hitbox, wenn der angecharged kommt. Ja, da musst du erstmal rauskommen. Das stimmt. Wobei ich glaube, man kann seitlich eigentlich ganz gut sogar ausweichen bei ihm. Ja, vielleicht wenn man ihn auch nicht anvisiert. Also dann rollt man ja weiter. Ja. Kann gut sein. Ich glaube, es gibt auch echt Bosse, wo dieser Ring Sinn macht, dass die Unverwundbarkeit länger wird. Also die Zeitspanne beim Rollen. Sind nämlich 33%, habe ich gelesen. Boah, das ist übel. Also von irgendwie 0,3 Sekunden auf 0,5 irgendwas Sekunden geht dann. Okay. Ja, ich finde, die 0,3 Sekunden sind schon relativ übel. Ja. Also die man so schon hat, ne, weil manchmal haben wir einfach Glück, ne, beim Rollen. Ja. Da merkt man einfach, wie lang das wirklich ist. Und das war jetzt beim ersten Teil auf keinen Fall so lang. Oh,
Ocelot! Shit. Naja, gut. Immerhin noch 318 Damage rausgeholt. Ah, dear little Ocelot. Where have you gone? Are you hiding from me? No. Come out. Come out. Don't be afraid. You were born a child of dragons. What could you possibly fear? Yes. Now. Oh, kein Mana. Now. Show yourself, Ocelot. My dear little Ocelot. Nein. Ocelot! Oh, Cut. Ah, hey, ich hab irgendwie gestaggert. Ja. Oh, jetzt fang ich doch. Oh, Mann. Das hab ich gerade nicht. Okay. Du Schwein. Echt, da verletzt man ihn noch und dann macht dann doch. Das ist eigentlich momentan echt das Mieseste, dass man zwischendurch trinken muss. Sonst wäre es noch viel, viel leichter. Haben wir irgendwas, wo wir mit Magic Damage over Time machen? Nee. Nee, ne? Gibt's nicht. Haben wir nichts zumindest, ne? Haben wir nichts. Okay. Steht hier, dass das halt hilfreich wäre in der zweiten Phase. Ja gut, halt Dings, ne? Gift könnte man ja probieren, aber keine Ahnung. Also ich habe in so einer Tabelle gesehen, bei den Bossen, gegen die wir schon gekämpft haben, da waren wenige resistent gegen Gift. Ja. Ja, das war ja bei, also ich glaube im zweiten Teil von Dark Souls ganz schlimm, ey. Glaube ich. Konnte man fast alle, oder, vergiften? Den konnte man fast nichts vergiften, hatte ich immer das Gefühl. Bei den ganz schweren haben wir es probiert, da ging es dann meistens nicht, ja. Ah ne, Quatsch, es war Dings, es war Bloodborne, wo es so schwierig war. Ja, da ging es fast echt nicht, ja. Ja, wo es echt fast gar nicht ging, das war ein bisschen zu krass schon. So, für was soll man dann überhaupt Gift noch mitnehmen? Ja. Aber klar, das ist immer ein ganz geiler Bild. Einfach vergiften und kiten, ja. Ja. Das hilft einem halt immer. Vor allem, man hat auch dann mehr so das Gefühl, ja, es lohnt sich mehr auch auszuweichen halt, ne? Jetzt, wenn du jetzt einfach nur ausweichst, denkst du manchmal so, hätte ich vielleicht lieber geschossen. Einfach nur, weil ich jetzt vielleicht das nächste Mal nicht mehr ausweichen kann und dann einen Trank nehmen muss oder so, ne? Und dann ist wieder ein Trank weg. Oh Mann. Wirklich. Schön. Ah, dear little Ocelot, where have you gone? Aber zack, jetzt ist es. Are you hiding from me? Come out, come out. Du genau die richtige Range. Don't be afraid. Oh. You were born a child of dragon. Boah, jetzt schon. Krass. Ocelot! Und? Ne, kein Charge. Kommt aber noch, jetzt. Kommt noch. Ja, jetzt. Ah, Mann! Schwer, der zu sehen ist. Kommt der Spin? Nee. Nee, Charge. Nee, okay. Gleich danach. Hä? Da ist er, okay. Gut, Spin und. Ah, ja, shit. Muss noch ein bisschen weiter wegstehen. Wenn er den Spin macht. Ansonsten alles gut. Genau so einfach machen. Oh. Einfach geduldig mal probieren. Boah, der hat mich erwischt. Ja, Spin. Shit, shit, shit. Er hat mich irgendwie mitgenommen, jetzt macht er den Spin, ne? Ja. Ah, oh. Sprung und Charge, okay. Auf noch. Nein! Boah, shit. Er lässt mich aber gerade gar nichts mehr machen. Das Miese ist halt mit dem Charge, wenn du dem ausweichst. Geht ja halt trotzdem genau neben dir danach. Ja. Das ist halt. Boah, und dann macht er eine Zweier-Kombo und charge wieder. Und jetzt Spin. Boah. Oh shit. Boah. Oh. Nicht getroffen. Oh,
Ja? Hat einfach 3-4 verschiedene Charges. Das ist schon krass. Wieder nicht erwischt. Doch, doch, hast du. Sah nur so aus. Ja, guck, das sieht manchmal so aus, als würdest du ihn nicht erwischen. Aber du könntest ihn noch packen, ey. Du hast noch eine Menschlichkeit, was du leben kannst. Ah, oh, fuck, shit. Ja, man muss aber auch ein bisschen was riskieren, ey, weil der ja, schnelle Kombos. Ja, man muss es. Das ist genau das, meine ich, ja. Schon schwierig, aber mit dem Schild hast du gar nicht probiert, jetzt zu blocken, nee, stimmt. Einfach den Charge. Den Charge mal blocken, ja, stimmt. Ja. Oder den. Du verlierst halt alle Ausdauer, 100 pro. Ja. Das ist halt scheiße dann, ne? Also zaubern kannst du dann eh vergessen, aber wenn du dir unsicher bist, so, oh shit, ich pack's überhaupt nicht auszuweichen. Ja, das ging ja noch, ne? Ich hatte nur halt, durch das Wegrollen und so, fehlt dann die Ausdauer zum Angreifen. Ja, ja, ja. Im richtigen Moment. Vor allem, weil er halt oft den Spin macht und man ganz weit weg muss von ihm. Ha, schwer. Probieren wir es mal noch ein paar Mal. Und dann können wir uns ja auch mal gluten. Und dann können wir uns Hilfe holen sonst, ja. Oh, oh! Ja, er kommt noch. Er wird sterben. You will die, my friend. You will die. Hm. Oder auch nicht. Oder auch nicht? Krass. Ups. Immer dann einem die ganze Lebensleiste weglutschen, ne? Oh, war das ein Fehler? War das ein Fehler? Alles gut. Ach komm, nicht erwischt? Nicht mal erwischt, ja. Für dieses Risiko. Ey! Little Arsenal. Ey, das gibt's doch nicht. Where have you gone? Das war noch are you hiding from me? Echt sehr weit weg. Gerade so. Come out. Come out. Don't be afraid. Das ist halt super ärgerlich. You were born a child of dragons. What could you possibly fear? Now. Kannst leider nicht durch die Beine rollen. Show yourself, Ocelot. Oh Gott, ich hab keinen Mann mehr. My dear little Ocelot. Ey. Patz. Das ist so vorbei. Achtung, Charge! Ja. Oh, er war kurz verletzt. Achtung, Spin! Ach, shit. Und Spin? Nee, tritt ab. Noch ein Charge, noch ein Charge. Ja. Combo Charge. Achtung. Ignorance. Ja, und er verflucht einen noch damit, ey. Ach, ja, Scheiß. Geil. Richtig geil. Die Folge ist um. Übrigens. Ja, schade. Mal habe ich ja eine nicht geschafft Folge. Boah, aber das war auch echt. Was ist das für ein Gegner, bitteschön? Ja, wir haben zwei Möglichkeiten, wie gesagt. Entweder wir holen uns Hilfe oder wir stellen ihn hinten an. Fände ich auch nicht so schlimm. Haben wir ja auch schon ein paar Mal gemacht. In Spielen. Ist ja auch ein optionaler Boss, darf man nicht vergessen. Ja, das stimmt. Aber, naja. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.